Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. In der Tat, in den letzten 4 Jahren ist sehr vieles passiert in puncto Digitalisierung. Und was mich ein bisschen verwundert ist, dass heute noch keiner der vielen Redner, die vor mir gesprochen hat, auch mal auf die gesellschaftlichen Veränderungen eingegangen ist. Es hat sich doch auch in der Gesellschaft sehr viel geändert. Die öffentliche Debatte auch über Themen wie Filterblasen, Echobunker, die Macht von Algorithmen, die Frage, wie beeinflusst die Digitalisierung denn meinen Arbeitsplatz? Verstehe ich die Maschinen, mit denen ich arbeite, oder verstehen die mich? Und wer hat eigentlich die Gewalt darüber? Das sind doch elementare Fragen, die derzeit in unserer Gesellschaft diskutiert werden und auf die wir als Politik auch eine Antwort geben müssen. Digitalisierung, das nehme ich wahr, bei mir vor Ort im Wahlkreis, betrifft und interessiert und treibt mittlerweile jeden um. Von der Oma bis zum Enkel hat jeder Fragen zum Thema Digitalisierung und die Frage, welche Kompetenzen muss ich mir aneignen, wie bleibe ich eigentlich, wie bewege ich mich kompetent und souverän in einer digitalen Welt und was heißt diese Entwicklung für mich persönlich? Das sind elementare Fragen, die wir uns alle stellen. Und da ist sehr viel passiert in den letzten 4 Jahren. Es ist eine ganz entscheidende Änderung der Diskussion, viel fundamentaler, auch viel aufgeklärter, viel bewusster wird diskutiert. Und auch das ist unter anderem Folge der digitalen Agenda, die wir auch als Politik angestoßen haben. In der Wirtschaft hat sich viel getan. Digitalisieren ist ein fundamentaler Wandel, auch hier, und zwar nicht nur im Sinne von Prozessoptimierung, sondern auch im Sinne von komplett neuen Geschäftsmodellen, komplett neuen Wertschöpfungsketten, von disruptiven Entwicklungen, die ganze Branchen plötzlich umwälzen. Und auch im Startup-Bereich, wo wir ja auch massiv aufgeholt haben in den letzten Jahren, ist es nicht nur B2C, was das große Schlagwort ist, sondern die Frage, wie können denn Unternehmen untereinander, B2B, Startups und die klassische Industrie besser kooperieren und sich digitalisieren und damit auch den Wohlstand und die Wertschöpfung in unserem Land sichern. Wir haben neben der wirtschaftlichen und der gesellschaftlichen Debatte natürlich die politische Debatte. Und dazu ist sehr viel gesagt worden. Mit der digitalen Agenda haben wir ein Gesamtkonzept. Und Kollege Klingbeil, es sind nicht nur die 3 Ministerien, die hier ihre Verantwortung haben, sondern die digitale Agenda geht ja über alle Ressorts. Es gibt 3 federführende, aber jedes Ministerium hat hier seine Verantwortung. Und dann die Debatte heute Morgen. Also die SPD-Ministerien haben alles ganz toll und richtig gemacht und die CDU-Ministerien haben nichts gemacht. Das ist, also ganz ehrlich, das nimmt Ihnen doch wirklich keiner ab. Lassen Sie uns doch gemeinsam dazu stehen, dass wir in diesen 4 Jahren viel erreicht haben. Und wenn Sie sich mal angucken, wo haben wir denn die größten Fortschritte gemacht, dann ist es im Bereich IT-Security. Im Bereich IT-Security haben wir als erstes Land eine Cybersicherheitsstrategie. Wir haben als erstes Land ein Internet-Sicherheitsgesetz, was jetzt auch Vorbild ist für die Richtlinie auf der europäischen Ebene. Wir haben massiv in Forschung investiert. Gerade haben wir ein Helmholtz-Zentrum gegründet in meinem Heimatland, in dem Saarland, was, wenn das im Endausbau ist, das die größte Forschungseinrichtung zur IT-Sicherheit weltweit. Das sind doch Maßstäbe, die hier gesetzt wurden. Das sind ganz klare Schwerpunkte von den Ministern de Maizière und Wanka, CDU-Minister, wenn Sie es genau wissen wollen, die unser Land und die das Thema doch in den nächsten Jahren komplett verändern. Wir sind ein Riesenstück vorangekommen beim Thema Breitbandausbau. Der Minister hat darauf hingewiesen, 4 Milliarden Euro, die derzeit verbuddelt werden. Sie werden vielleicht fragen, wieso merke ich denn das noch nicht bei mir vor Ort? Naja, weil die vielen Projekte in den Kommunen gerade erst anlaufen. Die Bagger fangen jetzt an zu rollen. Das war eben auch eine gewisse Planungszeit, die das Ganze in Anspruch genommen hat. Aber hier wird eine ganze Menge oder hier passiert gerade eine ganze Menge, und zwar auch mit Glasfaserausbau und nicht nur mit Kupfer. Und das sollten wir auch wirklich ehrlich sein und nicht den Menschen versuchen, ein X für ein U vorzumachen. Wir haben im Bereich der digitalen Bildung, Kollegin Esken, ein Gesamtkonzept entwickelt. Und schön, dass Sie das auch als SPD-Fraktion begrüßen, was Frau Wanka hier mit den Ländern verhandelt hat. Aber auch das wird Maßstäbe setzen. Aber hier sage ich auch,
Hier sind auch die Länder und die Kommunen verantwortlich. Bildungsaufgabe ist Länderaufgabe. Und auch die SPD hat in den Ländern an vielen Stellen Verantwortung getragen, hatte die Bildungsminister. Und ich kann nicht sagen, dass hier auch in den SPD-geführten Häusern in den Ländern sehr viel passiert ist. Ich habe gerade einen Koalitionsvertrag verhandelt zum Thema Bildung. Vorgefunden habe ich ein Konzept zur digitalen Bildung, das sich rein um Medienkompetenz gedreht hat. Medienkompetenz ist wahnsinnig wichtig, aber was wir doch heute brauchen, ist, die Schülerinnen und Schüler von heute fit zu machen auf das, was sie in einer digitalisierten Arbeitswelt erleben, sie fit zu machen für einen digitalisierten Alltag. Und das heißt auch ein technisches Grundverständnis, ein Grundverständnis von dem, was in einer digitalen Welt passiert, muss schon in den Schulen vermittelt werden. Denn nur so machen wir unsere Jugend fit für das, was sie auf dem Arbeitsmarkt erwartet. Wir haben eine ganze Menge geschafft. Wir haben aber noch eine ganze Menge zu tun. Das Thema digitaler Staat ist erwähnt worden. Wir müssen hier mehr auch als Vorbild fungieren. Mit dem Bürgerkonto, das wir jetzt gerade gestern beschlossen haben, werden wir einen Meilenstein erreichen. Auch das getragen, gepusht vom Bundeskanzleramt, eingebracht in die Verhandlungen mit den Ländern. Hier, das ist unsere Aufgabe für die nächsten Jahre, hier einen guten Schritt voranzukommen. Das Thema digitaler Staat, das Thema digitale Bildung und natürlich die Frage, wie können wir denn weiter dafür sorgen, dass Start-ups, aber eben auch der klassische Mittelstand und unsere Industrie wachsen, dass sie die digitale Transformation schaffen. Hier können wir als Politik Rahmenbedingungen setzen. Das tun wir und deshalb freue ich mich auf die gemeinsame weitere Arbeit zu diesem wichtigen Themenfeld. Der Kollege Reichenbach hat nun das Wort.